Straßenhunde gibt es bei uns zum Glück nicht, in Rumänien aber schon. Und genau deshalb sind wir heute bei dem Verein Ein Herz für Fellnasen in Not. Die Tierschützer retten Straßenhunde und geben sie hier in Pflegestellen, bis sie dann ein neues, liebevolles Zuhause finden. Den Woody hier stellen wir Ihnen vor und außerdem haben wir diese Themen für Sie. Bonnie bleibt. Gabi sollte ihr ein Übergangszuhause bieten und hat sich Hals über Kopf in den Yorkshire Terrier verliebt. Kleiner Kuschel-Opa. Mischling Woody sucht ältere Hundeliebhaber mit Herz und Zeit. Und Rettung aus Rumänien. Der Verein Ein Herz für Fellnasen in Not übergibt Neuankömmlinge an Pflegestellen. Der Woody ist 11 Jahre alt und kam vor 2 Wochen bei seiner Pflegestelle an. Und zwar bei dir, Alexa. Du kümmerst dich aktuell um ihn. Wie ist es denn so gewesen, als der bei euch ankam? Also er hat überhaupt keine Hemmungen gehabt, keine Angst. Der ist überall gleich ins Erkunden gegangen, hat sich alles angeguckt, war sehr offen, aufgeschlossen, ist ein sehr netter Hund. Er liebt es fürs Leben, gern zu kuscheln. Leckerlis sind nett, kuscheln ist besser. Und er ist ja 11. Er ist von alleine auf einem Bauernhof gelaufen. Mhm. Und die haben dann gesagt, ach du netter Hund, komm, wir bringen dich mal wohin, wo es dir gut geht. Und so ist er dann auch im Tierheim gelandet. Da eine kurze Erklärung dazu. Im Tierheim in Rumänien ist das ganze Jahr. Mhm. Das heißt, die Tiere, wenn die gefunden werden oder abgegeben werden, die kommen erst in Rumänien unter in einem Tierheim und werden dann zu uns gebracht. Ja. Es wird aber in Rumänien auch vorher geguckt, wie der Hund ist. Und deswegen kann man relativ sicher sein, dass alles okay ist, wenn der Hund ankommt. Und für die Endstelle, also wo er hinziehen soll, die haben halt dann die Möglichkeit, bei den Pflegestellen den Hund kennenzulernen, mit ihm spazieren zu gehen, zu gucken, passt die ganze Chemie, weil das ist ja wichtig. Und deswegen arbeite ich unheimlich gerne als Pflegestelle, weil ich den Hunden die Möglichkeit geben kann, ein Zuhause zu finden. Aber nicht auf Biegen und Brechen, sondern es muss passen. Und wenn er dann gegangen ist, dann kommt der nächste Pflegehund, auch wieder ein älterer, weil ich immer versuche, gerade die älteren Hunde zu unterstützen. Es gibt so viele Menschen, die einen Hund brauchen. Für den einen ist ein älterer Hund besser, für den anderen ist ein junger Hund gut, der dritte braucht einen sportlichen Hund. Und ich unterstütze halt die Leute, die sagen, ich brauche einen etwas ruhigeren Hund, etwas älteren Hund. Ich bin ja vielleicht auch schon etwas älter. Ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Dann ist ein Hund, der auch schon älter ist, wo man sagt, okay, 20 Jahre wird er wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Geeigneter. Und genau dieses Zuhause wollen wir für Woody finden. Wie schaut das perfekte Zuhause für ihn denn aus? Ebenerdig wäre gut. So 1-2 Stufen schafft er aber trotzdem. Er ist eigentlich ein sehr begeisterter Hund. Er hat ein Problem mit seinem rechten Hinterlauf. Mhm. Da hat ihn wohl jemand mal getreten. Das ist dann so verknöchert. Also das ist nicht so gut. Also er läuft auch weniger. Wenn, dann hoppelt er lieber mit hinten. Und dann ist er aber schnell. Er ist auch sehr brav, bleibt auch gerne mal alleine. Und wie ist das mit Kindern? Bis jetzt habe ich nicht festgestellt, dass er was gegen Kinder hat. Klar, wenn es kleine Kinder sind, die ankommen, dann wird jeder Hund erstmal Angst haben. Aber so ist er eigentlich sehr nett. Wie sieht es mit einem anderen Hund aus? Als wir hierher gekommen sind, hat er mit dem einen Hund sich erstmal auseinandergesetzt. Also beide haben geknurrt, dann hat man sich beschnüffelt, dann hat man festgestellt, okay, passt, wir wollen nichts voneinander. Ich habe noch einen zweiten Pflegehund und er war ganz nett, aber wenn sie dann zu nah in sein Futter gekommen ist, dann hat er schon mal geknurrt. Das müsste man einfach mal ausprobieren dann im neuen Zuhause. Ja. Aber er ist wirklich eine Handvoll. Also wenn es nach ihm geht, könnte man den ganzen Tag schmusen. Wirklich. Das heißt, er braucht auch neue Besitzer mit ganz viel Zeit. Ja, und viel Herz. Also er ist wirklich ein herzallerliebster Hund. Er kann durch sein Bein nicht so weit laufen. Das ist ja für viele vielleicht auch ganz interessant. Und die ganzen Hunde, die aus dem Pflegetierheim kommen, ist es oft so, dass die Hintermuskeln nicht so ausgebildet sind. Das heißt, am Anfang muss man sowieso mehr mit ihm gehen und wenn man dann ganz normal spazieren geht, bilden sich die Muskeln auch aus. Und da sind wir bei ihm jetzt auch dran, dass es besser wird.
Gibt es außerdem noch was zu beachten? Braucht er irgendwie Medikamente oder sowas? Es wird empfohlen, dass er eigentlich in regelmäßigen Abständen ein Schmerzmittel bekommt für hinten. Das ist eine Spritze. Jetzt zeigt er sich ja bei uns super verkuschelt und verschmust. Ist es generell so, dass er so ist? Er ist ein kleiner, aufgeweckter Hund, der durchaus Spaß am Vergnügen hat. Und trotz des Hinterbeins auch mal hochhüpft, ist aber nicht aufdringlich. Und wenn er merkt, okay, jetzt passt es gerade nicht mit dem Schmusen, dann lässt er es auch. Er schläft gerne, mag es gerne kuschelig, ist ein charmanter alter Herr, ist absolut stubenrein. Der Woody sucht also ein liebevolles, neues Zuhause, im besten Fall bei Menschen, die etwas gediegener sind, nicht mehr so sportlich unterwegs und ganz viel Zeit für ihn haben. Genau. Zurück bei dem Verein Ein Herz für Fellnasen in Not. Und so wie dem Woody geht es ganz vielen Tieren, die aus Rumänien zu uns kommen und ein neues Zuhause suchen. Und genau deshalb zeigen wir Ihnen jetzt, wie es aussieht, wenn die Tiere nach einem langen Transport an ihre Pflegestellen übergeben werden. Brownie ist einer von 6 Hunden, die gerade die Reise aus Rumänien überstanden haben und jetzt in ihre Pflegestellen umziehen dürfen. Den Brownie habe ich eben als, weiß nicht, 4 Wochen alten Welpen gerettet sozusagen und dann auch eine Nacht durchgefüttert und habe gesagt, also wenn der dann ausreisen darf, kommt er auf jeden Fall zu mir. Ich habe die Lori im Tierheim, die saß ganz hinten im Eck, ganz versteckt, hat sich nicht rausgetraut und nachdem wir ja ein paar Tage auf Besuch waren, haben wir sie rausgelockt und irgendwann hatten wir eine Freundschaft geschlossen und dann musste sie mit. Seit fast 10 Jahren setzt sich der Verein Ein Herz für Fellnasen in Not für die Tiere ein. Wenn sie dann hier ankommen, dann bekommen sie ein Sicherheitsgeschirr angezogen und Halsband und Leine und erst dann dürfen sie aussteigen. Also nochmal gesichert, damit wirklich nichts passiert, weil die haben so eine lange Reise hinter sich. Manche sind verängstigt, etwas durch den Wind und da darf natürlich nichts passieren. Der Verein arbeitet mit einem Tierheim in Rumänien zusammen. Dort leben 1200 Hunde und 200 Katzen. Überwiegend landen dort Tiere, die vorher auf der Straße leben mussten. Deshalb liegt die Prio des Vereins auf dem Kastrieren. Wir haben dafür extra auch ein Kastrationsmobil finanziert, das dort dann in die entlegenen Dörfer auch fahren kann und dort kastriert. Auch wenn die Ärzte das ehrenamtlich dort machen und die Helfer, die Kosten für die Materialkosten für eine Kastration betragen ca. 35 Euro pro Tier. Und wenn wir bei einer Kastraktion über 100 Tiere kastrieren, dann sind es 3.500 Euro. Ziel ist mindestens eine Kastrationsaktion im Monat. Die Tierschützer wollen so das Elend auf Rumäniens Straßen so gering wie möglich halten. Insgesamt 4 Pflegestellen gibt es im Raum München bei dem Verein Ein Herz für Fellnasen in Not. Und eigentlich bleiben die Tiere bei den Pflegestellen nur übergangsweise, bis sie dann in ein neues, schönes Zuhause vermittelt werden können. Bei Gabi und Bonnie hat das Ganze nicht funktioniert, weil die Bonnie ist bei dir geblieben, gell? Richtig, genau. Die Bonnie war ursprünglich nur gedacht, dass sie bei uns bleibt, bis wir eben eine Endstelle haben, weil ich da eine Kollegin unterstützt habe, wo sie zuerst auf Pflege war. Und dann haben wir die Bonnie eben vor ungefähr so 5 Wochen war's zu uns geholt. Ja, und die war so vom ersten Tag an war die zu Hause. Die hat sich zu Hause gefühlt. Die ist in der Nacht alleine in ihrem Bettchen geblieben. Sie hört auf ihren Namen, sie geht an der Leine. Und wir hatten dann eigentlich schon jemanden Interessenten, ein Ehepaar vom Starnberger See. Und die haben auch die Bonnie bei uns besucht. Und die waren auch sofort schockverliebt. Und dann waren wir uns eigentlich so einig, ja, eine Woche später zieht die Bonnie dann am Starnberger See zur Probe. Und dann jeden Tag mehr. Und so, dann am Mittwoch habe ich zu meiner Mama gesagt, also ich gebe sie nicht mehr her. Ich will sie nicht mehr hergeben, weil sie so eine liebe Maus ist. Sie hat sich so in unser Herz reingeschlichen. Ja, und dann haben wir halt die Leute benachrichtigt und haben ihnen gesagt, ja, wir sind leider Pflegestellenversager, wenn man das bei uns so nennt.
und wir behalten die Bonnie. Weißt du auch, was die Bonnie so ein bisschen vor eurem Treffen durchgemacht hat? Das Einzige, was wir so wissen, dass sie anscheinend auf der Straße total verwahrlost aufgegriffen wurde und kam eben dann nach Helblabusch ins Tierheim. Und ich habe sie da schon immer auf unserer Datenbank, habe ich immer schon wieder die Bonnie auch mal gesehen und habe immer gedacht, mein Gott, du schaust ja wirklich so verzauselt aus, gell? Und dann habe ich mich auch gefreut, wie ich gehört habe, dass sie eben auf die Pflegestelle dann nach Erding kommt, dass ich sie mal wirklich behalte, weil ein Yorkshire Terrier Mischling war eigentlich nie jetzt so meine Rasse. Dass wir immer einen Hund aus dem Tierschutz nehmen, das war immer klar, weil unsere zwei Vorhergehenden waren auch im Tierschutz, weil das einfach eine tolle Sache ist. Man bekommt ein Überraschungspaket und die Tiere sind in den meisten Fällen wirklich so dankbar. Die, wenn man immer genau wüsste, was die so erlebt haben, dann glaube ich, käme man aus dem Weinen nicht mehr raus. Und die haben immer noch so viel Zutrauen zu uns Menschen. Klar gibt es auch welche, die verängstigt sind, die länger brauchen. Man muss ihnen einfach Zeit geben. Man darf nicht gleich meinen, okay, das ist auf Knopfdruck, funktioniert das alles. Und ich glaube, da ist es auch so, dass vielleicht einige Menschen auch ein bisschen Angst haben, dass sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Aber man merkt es ja bei Bonnie, die Tiere geben einen so viel zurück, oder? Das macht so viel Freude, wenn man Tag für Tag sieht, was so ein Tier dazulernt. Manche können ja nicht einmal eine Treppe steigen, weil die kennen das nicht. Aber das geht innerhalb von kürzester Zeit, lernen die diese Dinge. Jetzt habt ihr ja einige Pflegestellen hier in München und auch im Umkreis. Kann das jeder machen oder gibt es da bestimmte Voraussetzungen für? Wir verlangen natürlich schon, dass jemand so einen Bogen ausfüllt, einen Selbstauskunftsbogen. Und dann besprechen wir das dann und führen natürlich viele Telefongespräche mit denjenigen Leuten. Und dann machen wir auch Platzkontrolle. Dann schauen wir, welchen Hund möchte derjenige haben. Und dann werden die Tiere übergeben und dann bleiben wir aber immer in Verbindung. Jetzt ist die Bonnie ja eigentlich erst seit 5 Wochen bei euch, aber es sieht so aus, als würdet ihr schon immer zusammengehören. Wie funktioniert denn das bei euch? Wie schaut denn so der Alltag bei euch aus? Wir versuchen jetzt auch, sie ans Lastenfahrrad zu gewöhnen, dass sie da drin sitzt. Da haben wir jetzt am Wochenende im Garten begonnen, das zu trainieren. Weil so läuft sie neben dem Rad. Normal läuft sie im Wald schon her, das macht sie. Sogar an der Leine. Ja, und Wochenende versuchen wir immer irgendwie was zu unternehmen. An der Isar waren wir jetzt am Samstag zum ersten Mal. Das Wasser findet sie jetzt, interessiert sie nicht. Sie wird also kein Wasserhund werden. Aber man merkt auch schon, ein Hund braucht Beschäftigung, der braucht Unterhaltung. Also sollte man sich das schon genau überlegen, wenn man sich ein Haustier anschafft, oder? Alle Fälle. Man muss Zeit haben, man muss auch das Geld, weil es kann ein Tier auch krank werden. Mhm. Und das Tierarztkosten sind ja nicht gerade billig. Man hat eine Hundesteuer zu entrichten. Und man braucht auch so ein bisschen ein soziales Umfeld, die einem unterstützen. Dass wenn man kann krank werden oder irgendwas sein, wo jetzt man einen ganzen Tag nicht zur Verfügung steht. Und dann braucht man jemanden, der wo zuverlässig ist, den das Tier auch kennt und der einem da unterstützt. Und bei euch klappt das zum Glück ganz gut. Und Bonnie hat auf jeden Fall ihr Zuhause auf Lebenszeit schon gefunden. Die hat es auf alle Fälle bei uns gefunden, ja. Ja. Tierschutzvereine finanzieren sich hauptsächlich durch Spenden und ehrenamtliche Arbeit. Auch der Verein Ein Herz für Fellnasen in Not ist immer wieder auf Spenden angewiesen. Wie auch Sie helfen können, zeigen wir Ihnen online auf unserer Internetseite. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.